Also ich fand das sowieso schon richtig cool, dass das ganze Ding abgerissen wird. Und wie gesagt, das ist meine erste Wandmalerei. Ich finde das dann irgendwie schon ziemlich cool, dass meine allererste Wandmalerei bald nicht mehr ist. Und es kann die niemand kaufen, erwerben. Es ist einfach für den Moment für sich gewesen. Und ich finde es auch schön, dass die da so Druck machen, dass man seine Handys nicht benutzt, dass man keine Fotos macht, dass man es einfach mal ganz natürlich, pur und rein erlebt. Was wir am wenigsten haben als Kreative, ist halt der Space, um sich einfach so zu verwirklichen. Und hier gibt es halt 10.000 Quadratmeter Space, um einfach kreativ sich freien Lauf zu lassen oder sich fallen zu lassen irgendwie. Und nicht so dieses Kommerzdenken, dass man ja, okay, wir müssen jetzt hier noch Eintrittsgelder und dies und das generieren, sondern einfach mal wirklich auf die Kunst reduziert. Und auf das Erleben und auf das Erlebbar machen.